Ja, hallo, hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil von Aloft. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Interesse tatsächlich so groß ist, aber es war schon doch ganz beeindruckend, wie oft das Video angeklickt wurde und fast alle Kommentare waren doch sehr positiv. Deswegen gibt es jetzt natürlich den zweiten Teil. Ich mache einfach da weiter, wo ich aufgehört habe, hier mit meiner kleinen Basisinsel. Das ist natürlich eigentlich nicht so, wie man es machen sollte. Aber ich glaube, um so die Demo zu erkunden, ist das, was ich hier habe, schon ziemlich perfekt. So, ich muss mal gucken, wo ich jetzt stehen geblieben war vom Fortschritt her. Ich habe hier auf jeden Fall super viele Rezepte noch zu erforschen. Damit werde ich gleich mal anfangen. Mal gucken, was sich hier alles so ergibt. Ein Eimer oder ein Schöpfgefäß aus Blättern. Eine Knochenspitzhacke. Eine Knochenaxt. Ein Knochenschwert. Eine Schere. Okay, die wird, glaube ich, noch sehr nützlich, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann haben wir noch einen Knochenspeer. Was mache ich denn mit Wasser und Kohle? Sauberes Wasser. Ah, okay, die Kohle als Filter. Ja, klar, das macht Sinn. Cool. So, dann haben wir noch eine Knochensichel. Okay, also alle Tools, die es als Stein gibt, gibt es dann offensichtlich auch nochmal in der Knochenvariante. Hier haben wir einen Heuhaufen, okay. So, und jetzt bin ich soweit fertig, zumindest mit dem Tab hier. Das sind die Sachen, die ich jetzt alle neu bauen kann. Ich kann ja mal das hier bauen. Einfach mal, um zu wissen, wie das so funktioniert. Von den anderen Sachen brauche ich jetzt noch nichts unbedingt. Den Heuballen könnte ich mal craften. Schauen, ob ich dann damit irgendwas machen kann. Aber sieht nicht so aus. Und ich kann sauberes Wasser craften. Ach, das macht Stamina plus 20. Das ist für mich. Das kann ich direkt essen. Oder trinken, besser gesagt. So, ich brauche jetzt ein bisschen Holz, damit ich den Kartentisch bauen kann. Dann können wir uns den mal angucken und dann schaue ich mal, wie es mit dem Fortschritt weitergeht. Denn irgendwie müssen wir ja dahin kommen, wo wir diese Cure hier, diese Heilung herstellen können, um diese Barrieren hier zu entfernen und die Tiere zu heilen. Da braucht man ja überall diese Cure. Sag mal, das glänzt hier so. Ah, das kann ich tatsächlich ernten. Habe ich hier eine Sichel? Ja. Was ist denn das? Weizen. Ah, okay, ich krieg auch Weizensamen raus. Damit lässt sich doch bestimmt ein bisschen was machen. Boah, richtig viel hier. Cool. Oh, hier kann man was öffnen. Und da gibt es Knochen drin. Ich gucke jetzt halt auch so ein bisschen genauer als beim letzten Mal, was hier so auf dem Boden rumliegt. Weil hier gibt es bestimmte Pflanzen. Ich glaube zum Beispiel Knoblauch oder anderes Gemüse, was dann so eine Art Key-Item ist, was man später irgendwie braucht, um diese Heilung herzustellen. So, was kann denn jetzt dieses Fernglas? Oh. Kann ich zoomen? Oh ja, ich kann auch zoomen. Das ist ja fantastisch. Okay. Ja, der Zoom ist schon ganz okay. Oh, ich wollte ihn eigentlich hier in das Steuer stellen, aber der ist ja so groß. Junge, ist ja groß. Ja, hier drin kannst du das auch vergessen. Was mache ich denn damit jetzt? Kann ich hier noch ein bisschen rausbauen? Ich glaube, ich baue hier einfach noch ein bisschen was raus. Ich mach mal die Werkbank am besten woanders hin. Dann hauen wir die Dinger hier weg und machen diese Plattform hier noch ein bisschen größer. Haha. Okay. Also, wir sind jetzt hier. Ich schätze mal, dass ich hier unten irgendwo angefangen habe und wir haben uns jetzt quasi Karte einwärts bewegt. Da ist dann also das Zentrum. Das Zentrum von dem Hurricane ist auch die Mitte der Map. Und ja, wie man sieht, ist das so in Sektionen aufgeteilt. Es soll auch verschiedene Biome geben. Ich weiß nicht, ob das schon implementiert ist, aber in den FAQ steht zumindest was von verschiedenen Biomen. Und die sind halt immer so in so kleine Sektionen hier aufgeteilt. Ja, aber wie man sieht, absolut riesig die Map. Also da gibt es einiges zu erkunden.
So, stell mal die Werkbank da wieder hin und dann schauen wir mal, was brauchen wir denn jetzt? Ich würde sagen, ich brauche erstmal neue Blaupausen, oder? Ich kann jetzt hier nichts mehr bauen, was mich irgendwie weiterbringt. Ich muss weitere Inseln erkunden und diese Wissenssteine finden. Also, auf geht's. Immer in Richtung Auge des Sturms. Okay, und weil auch Leute gefragt haben unter dem Video, ob Bäume nachwachsen. Ich habe gerade live gesehen, dass Bäume hier nachgewachsen sind. Also auf jeden Fall ja, ja und nochmals ja. Wachsen auf jeden Fall nach. So, ich bewege mich jetzt hier so langsam auf die Grenze zu, zum nächsten Sektor. Es wird auch irgendwie schon wieder Abend gerade. Oh, da hinten sehe ich, glaube ich, die erste Insel. Ja, da hinten ist auf jeden Fall eine Inselgruppe. Dann steuere ich doch mal dahin. Stell mal hier einen Korb hin. Keine Ahnung, was der macht. Leaf Basket. Ist das ein Lager für alles? Oh ja, hier kann ich all die ganzen Sachen loswerden, die ich sonst nicht zuordnen kann. Ah, das ist doch super. Okay. Ich glaube, das hier kann in den Steinhaufen rein. Hier haben wir noch ein paar Blätter. Und das hier kann ich zum Kochen benutzen. Schauen, ob das funktioniert. Kohle hier rein. Ja, super. Die Kohle passt in den Steinhaufen rein. So, jetzt regnet es hier. Und wir müssten bald ankommen. Oh, was ich sehr geil finde, ist, dass... Ja gut, jetzt regnet es. Das wusste ich auch nicht, dass man hier das Feuer beim Regen nicht benutzen kann. Okay. Aber was ich sehr geil finde, ist, der benutzt das aus den Lagern, die in der Nähe sind. Weil ich habe ja jetzt gar nichts im Inventar. Meine ganze 32 Kohle, das ist alles hier drin. Und der zieht sich das hier raus. Also die Arbeitsstationen ziehen sich aus den Lagern die Ressourcen. Und das finde ich sehr stark. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gegenfahre. So, das ist eine Insel, die wir erstmal wieder befreien müssen. Werde ich mal kurz auf die Suche gehen nach diesen Teilen, die man zerstören muss. Hier ist eins. So, da kommen auch gleich die Gegner natürlich. Au. Da habe ich mich ja in die Ecke drängen lassen. Okay, Nummer 1. Ah, hier oben ist der zweite. Den habe ich doch gesucht. Oh, wow. Wollt mal schauen, ob man mit der Spitzhacke nicht sogar besser klarkommt beim Kämpfen als mit dem Schwert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich weniger Schläge brauche mit der Spitzhacke als mit dem Schwert. So, das war's. Die Insel ist geklärt. Wo ist mein Wissensstein? Ah, da ist er. Okay. Hier versteckt. Oh, hat er sich aber... Oh Gott, hier sind ja noch Gegner. Ja, tschüss. Macht's gut. Ist der jetzt gestorben davon? Nee, ist er nicht. Na, kommst du hoch oder was? Boah. Oh Gott. Okay, gib mir erstmal das Rezept, bitte. Um den anderen kümmere ich mich gleich. Research Lab. Alter! Junge! So, weg mit dir. So, das war der Forschungstisch. Und ich bin gerade mal neugierig, denn ich kann gerade nicht einschätzen, ob das eine Insel ist, die man bewegen kann oder nicht. Die sieht mir ziemlich groß aus. Aber wenn man die zu seiner Basis machen kann, das wäre natürlich heftig. So, mal kurz hier landen. Ich brauche ein paar Bretter. Denn nur mit den Brettern kann man dieses Steuer bauen. Jetzt will ich mal wissen. Oh mein Gott, geht das hier? Oh mein Gott, du kannst diese Insel bewegen. Ah, wie geil ist das denn? Okay, war ja nochmal ein Test. Eventuell für ein zukünftiges Playthrough oder so. Weiß ich zumindest, dass man nicht auf diese ganz kleinen Inseln limitiert ist, sondern man kann durchaus auch die größeren bewegen. Nicht die ganz großen, das weiß ich schon, also auf der Heimatinsel ging das nicht. Aber hier, mit der hier kann man rumfliegen. Mega.
So, für das Research Lab braucht man diese drei Stücke da unten. Und dafür braucht man irgendwas, was ich hier noch nicht habe. Entweder ist es Flachs, das müssten so eine blauen Pflanzen sein. Oder es ist sogar Wolle, dazu bräuchte ich erstmal Schafe. Okay, schauen wir uns noch ein paar andere Inseln an. Werd ja sicherlich da noch ein paar von diesen Wissenssteinen finden. Noch ein paar Blaupausen freischalten. Und vielleicht finde ich ja sogar Flachs oder Tiere. So, Ankunft. Näher ran brauche ich gar nicht. Ich müsste eigentlich gar nicht so nah ran an diese ganzen Inseln. Ich kann doch hier einfach mit meinem Gleiter rüberfliegen. Das macht doch gar nichts. Oh, da hinten ist eine Kiste. Was haben wir denn hier drin? Naja. Okay. Das ist jetzt auch nicht so berauschend. Ah, Kürbisse gibt's hier. Und noch einer. Ah, was für eine coole Insel. Oh. Collect Water? Nee, ich will erstmal den Wissensstein haben. Millstone, also einen Mahlstein. Nice. Und diese Felsen hier mit diesem blauen Zeug drin, die geben neben normalen Stein auch diesen speziellen Windstein. Den hatte ich gebraucht, um zum Beispiel das Fernglas zu machen, aber ich bin mir relativ sicher, dass der auch noch andere Zwecke hat. Welche jedoch, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Okay, auf der Insel nichts weiter gefunden. Ich könnte natürlich noch mal einmal außenrum herumfliegen. Ob hier unten noch irgendwas ist, aber die ist jetzt nicht tief genug, dass hier noch irgendwie außen eine Höhle dran ist oder so. Ich glaube, hier gibt's nichts weiter. Dann lass mich mal kurz zu Hause hier ins Bett springen, um die Nacht wegzuschlafen. Dann kann man auch wieder besser sehen. Und dann baue ich mal den Mahlstein. Guck mal, was der so kann. So. Der sieht ja interessant aus. Ah, der hat auch so einen Anschluss für eine Seil. Das können wir natürlich auch noch machen. Das hier mal versuchen zu automatisieren. So, was kann der denn jetzt? Ich kann hier was reinmachen und dann kommt was raus. Zum Beispiel Weizen. Ah, dann kommt Mehl raus und dann kann ich mir irgendwas backen. Soweit so gut. Das macht natürlich Sinn. Okay, ich gleite mal zu dieser infizierten Insel da hinten. Da muss ich jetzt nicht mit meinem Zuhause hinfliegen. Einfach nur einmal drüber wischen und mir den Wissensstein holen will ich da. So, kommt raus. Probiere ich es diesmal hier mal mit dem Speer. Gucken, was der so kann. Uiuiui. Der kann einiges, scheinbar. Wow. Okay, das sind ja ganz schön viele hier von denen. Aber ich brauche auch mehr Schläge als mit der Spitzhacke gefühlt. Der Unterschied ist natürlich... Oh. Der Unterschied ist natürlich, dass man nicht so schnell schlagen kann mit der Spitzhacke. Hier kann ich doch sehr, sehr schnell zuschlagen mit dem Speer und auch mit dem Schwert. Das geht mit der Spitzhacke nicht. Wow, die können ja was. Tot. Tot. Okay. Gut, das war's. Wo ist der Wissensstein? Hier steht er. Ein Komposthaufen. Und ein paar Knochen. Na, das ist wieder ein Tier, was ich noch nicht heilen kann. Ja, viel mehr scheint es hier auf dieser Insel auch nicht zu geben. Oh doch. Blaubeeren. Ah. Okay, fast hätte ich die übersehen. Da stand nämlich irgendwas mit dem Mehl, dass man mit Mehl und Blaubeeren irgendwas machen kann. Wahrscheinlich so ein Blaubeerkuchen.
Ah, hier steht sogar noch was von Zucker. Ich muss das mit Zucker und Blaubeeren mischen. Ah, okay, Zucker habe ich nicht. Na gut, was soll's. So, der neue Sektor ist jetzt mittlerweile ja auch schon aufgedeckt. Ey, das ist echt schwer zu sehen, weil das so absurd klein ist. Ah, hehe. Und ich bin ja... Oh Gott, wie das aussieht. Diese kleine Insel mit dem Segel drauf. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu dieser Insel da. Und es gibt noch so viele hier allein in diesem Sektor. Oh Gott. Wer soll denn jemals diese ganzen Inseln alle erkunden? Kann ja mal die Zwischenzeit nutzen, um so einen Automatisierungsversuch hier zu starten. Ich weiß ja nicht, ob man die Seile durch Wände durchziehen kann. So, machen wir hier mal eine Windmühle. Ja, kann man schon mal so groß machen hier. Und dann ist da oben der Anschluss fürs Seil. Ah ja, okay. Und das kommt jetzt hier ran. Ah, okay, das geht durch Wände durch, scheinbar. Hehe, okay, cool. Jetzt könnte ich hier automatisch das produzieren, ohne dass ich hier dran stehen muss. Ja, nice. Brauche ich jetzt nur gerade nicht. So, und den zweiten, der kommt irgendwie hier ran. Ah, so. Okay. Na, hier ist ja noch einiges an Getreide unterwegs, aber ich will das jetzt nicht alles zu Mehl machen, denn Mehl bringt mir im Moment sowieso nichts. Okay, interessant. Ja, muss man sich irgendwie überlegen, wie man das baut, damit das dann auch optisch irgendwie ganz cool aussieht. Ich teste ja hier nur rum. Ich habe ja keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Deswegen ist hier alles mit Vorsicht zu genießen. Okay, angekommen an der nächsten Insel. Und da sehe ich auch gleich den Wissensstein. Der ist nicht zu übersehen. Eine runde Holzwand. Aha. Noch mehr Blaubeeren. Was gibt's hier drin? Mega dunkel hier drin. Pickup. Eine Skulptur. Aha. Was auch immer. Oh, eine Truhe. Oh. Was ist denn das? Das ist doch das, was ich brauche, oder? Das ist doch das, was ich für das Research Lab brauche. Oh, hier ist sogar noch mehr von dem Zeug. Oh, wow. Was für eine geile Truhe. Na, die hat sich ja gelohnt. Mega. Ich guck mal noch hier ein bisschen, ob es hier noch irgendwas gibt. Das ist Flachs, oder? Okay, dann spielt es jetzt keine Rolle mehr. Jo, das ist Flachs. Und da war scheinbar sogar eine Knoblauchpflanze mit drunter. Okay, ich glaube, Flachs ist trotzdem wichtig. Ich hole mir mal hier alles, was ich hier so finden kann. Was ist das? Ah, das sind die Knoblauchpflanzen. Hier, die mit den lilanen Blüten. So, jetzt wird es aber echt dunkel. Ich schaue mal, ob ich hier noch ein, zwei, drei Sachen finde. Und dann geht es erstmal ins Bett, damit hier wieder hell ist. So, der nächste Tag. Was habe ich jetzt eingesammelt? 32 Flachs. Ich habe 11 von diesen Leinrollen. Und das ist Stoff aus Wolle. Cool. Okay, damit müsste ich schon mal weiterkommen. Lass mich gucken, was dieses... Oh, jetzt habe ich auch die ganzen Lager dafür bekommen. Gar nicht bemerkt. Okay, Fakt ist, das hier muss alles weg. Gib mir mal das ganze Zeug. Hier kommt jetzt nämlich der Research Table, also die Forschungstisch hin. Das heißt, ich mache das weg und das weg. Das verfrachte ich nach draußen. Und dann stellen wir hier den Forschungstisch hin. So, was kann ich machen? Analysieren. Mit 50 von diesen... Ja, das ist dieser Stroh, diese komischen Halme, die von den Pilzgegnern gedroppt werden. Und jetzt habe ich etwas erforscht. A Weapon Coating. Coating ist, glaube ich, eine Beschichtung, oder? Also eine Beschichtung für die Waffe, die ich im Braulabor machen kann. Erhöht den Schaden gegenüber korrumpierten Gegnern. Oh, okay. Okay, das heißt, das nächste, was ich brauche, ist dieses hier, diese Pilz...
Sporen oder was das sind. Oder das Blaue hier. Da kann man dann auch noch irgendwas erforschen. Interessant. So, jetzt hat er mir dieses Braulabor freigeschaltet. Ach, das kannst du hier einfach ransnappen. Okay, interessant. Und damit mache ich was? Ich glaube, das hier soll Milch sein. Hier kann man mit Milch und ich glaube mit Knoblauch irgendwas erforschen, um dann diese Beschichtung für die Waffe zu machen. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Das müssen wir ausprobieren. Das heißt, ich brauche Milch. Entweder ich finde irgendwas in der Truhe oder ich brauche Ziegen. Und dann hatte ich noch irgendwas freigeschaltet. Hier, Flachsbreak. Damit kann man irgendwelche Textilien aus Flachs bauen. Ja, dann tu das einfach mal hier hin. Das hat auch einen Anschluss. Das heißt, ich nehme mir mal das von hier oben und schließe auch das hier an. Oh Gott, jetzt ist ja alles kreuz und quer. So, da können wir Flachs machen zu dem Zeug. Okay, für was auch immer ich das brauche, es wird schon irgendeinen Verwendungszweck haben. So, geradezu sind zwei weitere Inseln, also hin da. Ich hoffe, dass ich mal noch Tiere finde. Das heißt aber auch, dass ich mir hier irgendwie so ein kleines Gehege bauen muss, oder? Oh boah, das wird doch hier schwierig vom Platz her. Vielleicht muss ich eine Plattform ranbauen, auf der ich die Tiere dann halten kann oder so. Ja, es hat auch seine Nachteile, wenn man hier nur auf so einer kleinen Fläche wohnt. Aber gut, ihr habt ja gesehen, man kann auch sich eine viel größere Insel nehmen. Ich versuche hier für die Demo mal das Minimalprinzip. Okay, und stopp. So, neue Insel, neues Glück. Vielleicht finde ich ja hier das ein oder andere Tier. Wäre sehr cool. Was haben wir denn hier? Tomaten. Tomaten gibt's auch. Oh ja, ich habe schon auch so viele Samen, dass ich hiernach unbedingt mal schauen muss, ob ich irgendwas anbauen kann. Beziehungsweise, wie das überhaupt funktioniert. Okay, also diese Insel hier ist scheinbar voll mit Tomaten. Aber noch kein Tier weit und breit in Sicht. Ah, diese Insel hier hat dasselbe Layout wie die Starterinsel. Auch die Wissenssteine sind an genau derselben, an genau denselben Orten. Aber ist ja angenehm. Hier habe ich ein neues Segel freigeschaltet. Also eine neue Segelform, besser gesagt. Okay, hier gab es noch zwei weitere Wissenssteine. Einer davon war am Rand. Und einer davon war irgendwie unten. Hier ist auf jeden Fall einer. Ah, ich habe sie vorhin gesucht. Die Fackel, wo es so dunkel war. Also kann man sie doch bauen. Man kann doch seine Basis schon erleuchten. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Das wäre ja mega strange, wenn man da immer im Dunkeln sitzt. Oh, ein Fenster. Aber wenn das dieselbe Insel wie die Starterinsel ist, dann können doch hier gar keine Tiere drauf sein, oder? Auf der Starterinsel waren ja auch keine. Okay, weiter geht die Reise. Ich habe hier in der Nachbarschaft noch so eine infizierte Insel da hinten. Aber diese würde ich erst wieder betreten, wenn ich diese Beschichtung habe. Denn mit dieser Beschichtung muss man dann diese Pilzgegner besiegen, um dann von denen diese neuen Materialien zu bekommen, mit denen man dann weiter forschen kann. Also sollte ich mir davon vielleicht mal welche aufheben. Okay. Oh, das kostet mich aber jedes Mal einen dieser Textilien, die relativ wertvoll zu sein scheinen. Ich lasse das erstmal. Ich heb mir mal noch ein paar davon auf. Ich kann ja jetzt auch das Flachs hier rausnehmen. Oder Fiber ist das, ja? Oh, da hat er mir noch zwei Arbeitsstationen freigeschaltet. Und das andere ist das hier. Ah, okay, was macht der? Der macht daraus Seile. Okay, stopp. Und hier? Hier kann ich auch was reinmachen. Das macht daraus... Ah, okay, da kriege ich das her. Okay, verstanden. Also du machst dieses Zeug hier aus Flachs und dann wird daraus entweder Leinenstoff an diesem Gerät oder Seile an dem anderen. Cool. Boah, das ist echt komplex. Nicht übel.
Komposthaufen. Was mache ich denn mit einem Komposthaufen? Stell den mal hier irgendwo hin. Vielleicht einfach hier oben rauf. Oh, der hat auch einen Anschluss für das Windrad. Okay, Werkbank. Ich glaube, du musst nochmal woanders hin. Dann lass mich das Teil hier hinbauen. So, was mache ich jetzt hier? Du kannst hier irgendwelche Früchte und sowas reintun. Und dann kommt da raus... Ah, ist das so eine Art Dünger? Wahrscheinlich, oder? Dann kommt hier Dünger raus. Ah, und dann kommt hier so ein Farmplot. Wenn du Dünger in die Hand nimmst, kommt ein Farmplot raus. Und jetzt kann ich diese Farmplots hier bauen. Ah, und die brauchen den Dünger. Boah, was dieses Windrad alles leisten muss, wobei die anderen, die stehen ja alle still. Das dürfte ja eigentlich gar nichts machen. Außer, dass das hier im Moment irgendwie festhängt. Ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Ich mache das jetzt hier oben rauf. Ach, die verbinden sich sogar. Ach, wie schön. Okay, und jetzt? Till Soil. Mit so einem Gerät, ja. Ach ja, stimmt. Da stand ja auch, dass es als Hacke benutzt werden kann. Okay. Jetzt Plant Seed. Was pflanzen wir an? Blaubeeren und Knoblauch. Oh. Nice. Okay, folgendes. Das ist noch eine ganze Menge mehr Content, als ich dachte. Ich werde hier mal einen Cut machen und werde aber noch einen dritten Teil aufnehmen, indem ich dann mal versuche, zumindest noch diese Heilung zu finden, beziehungsweise zu erforschen, um diese Tiere da zu heilen und um diese Barrieren da wegzubekommen. Ich glaube, das ist ja dann auch am Ende quasi das Endgame von dieser Demo. Und ich denke, dass das mit einem dritten Teil, wenn wir hier noch ein bisschen auf Tiersuche gehen, ich versuche mal noch irgendwo hier ein Gehege unterzubringen auf dieser Insel, dass wir das dann eigentlich im dritten Teil schaffen müssen. Bis hierhin, vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns hier im dritten Teil wieder.